failed me for the last time. Willkommen zum Stammtisch, Star Wars Stammtisch, 100% Begeisterte. Hier im Shop, ja, bei Kylo Ren, bei Reven, Old Republic. Wer hier unten das sieht, da wurde ja schon drüber gesprochen, Walt Disney. Im Jahre 2012 wurde George Lucas reich dadurch, weil er hat es verkauft. 1971, darum diesen Stammtisch. Früher gab es Stammtische, da ging man irgendwo hin und sprach darüber. Es gab Clubs, es gab Vereine, ja, das gab es alles mal, ganz viele. Heute muss man schon einen Verein suchen, Vereine sterben, Clubs sterben, weil die Mitglieder und weil man ja überwiegend elektronisch an die über 700 elektronischen Stammtischbegeisterten bei Facebook und bei YouTube über 300. Wir haben es natürlich wieder neu. Wir sind ja lange genug dabei. Seit 1971, wie alles begonnen. Ja, an sich war es oder ist es Spielzeug. Man spielt damit. Aber nein, irgendwann, wie George Lucas hat einmal gesagt, hey Leute, ich verzichte auf $500.000, wenn ihr mir die Merchant-Rechte gebt. Central Fox hat gesagt, okay, dann wird doch eh nichts. Also nicht so komischen Dinger da. Ja, in den 70er, 80er war man nicht so begeistert von Lichtschwertern und so. Ne? Ja, wie wir wissen, schreiben wir heute das Jahr 2016 und wir sind kurz vor Rogue One. Ja, kurz vor Rogue One. Und die ersten Figuren haben wir euch ja schon gezeigt gehabt. Ihr seid jetzt beim Stammtisch. Was ist denn der Stammtisch? Also, der Stammtisch ist ein begehbarer Shop, eine begehbare Setanlage. Also ihr seid an einem Fernsehset, ihr seid in einem Shop. Jeden Samstag von 9:30 bis 12:30 ist dieser Shop, diese Sequence Star Wars begehbar, besprechbar. Ihr könnt uns besuchen. Wir sprechen dann jeden Samstag über Star Wars. Wir haben auch eine Ecke, wo ihr dann selber vor laufender Kamera sprechen könnt über eure Old Republic. Warum ihr so sauer seid, das Universe eingestellt. Ist nun mal eingestellt. Wir können uns über diese neuartige Figur unterhalten, Kylo Ren, der wohl zum Tragischen, der wird regelrecht tragisch werden. So, wie die Rolle dort angesetzt wurde. Ja, ist eine Rolle. Star Wars ist ein Film. So, und für alle. Es gibt ja drei Kategorien. Die Hasser, die Aussteiger und die Begeisterten. Die Hasser, lassen wir mal. Wenn ich etwas hasse, wenn ich etwas nicht mag, meine lieben Freunde, dann gehe ich da nicht hin. Ja, ist so. Wenn ich etwas nicht mag, gehe ich da nicht hin, weil ich mag es ja nicht. Also meiner einer, wenn ich etwas nicht mag, Verein, Club oder einen Film, dann schaue ich mir den nicht an. Ich spreche auch nicht darüber. Ich werde einen Teufel tun. Nein, ich gehe da hin, was mir Spaß macht. Ich habe nämlich eine Diät. Kein Hass. Versteht ihr? Alles, was negativ ist, ist meine Diät. Will ich nicht. Spaß, Freude, Lust dabei zu sein, das macht, das ist mein. Ja, und deswegen gibt es auch diesen Stamm. Tisch. So, an alle, die begehbar hier vorbeikommen, die mitmachen wollen, die auch Sachen verkaufen wollen, ihren Shop anbieten möchten oder ihre Figuren oder. So, wir bemühen uns natürlich auch immer etwas günstiger zu sein wie Amazon. Ja, geht nicht immer, klappt nicht immer, aber wir versuchen es. Wir versuchen es, günstiger zu sein wie Amazon, dass ihr, wenn ihr hier seid, an einem Samstag von 9:30 bis 12:30 und wenn es super toll läuft, auch länger, auch vor laufender Kamera, mit Kostüm oder auch ohne Kostüm, über Kostüme sprechen, über Figuren sprechen,
die neuesten Figuren zu erhalten. Also neu ist er nicht, aber die Kluft ist neu. Und dabei sind wir auch direkt wieder beim Thema. Ach, geht denn hier? So schnell geht auch nicht. Nicht nur, dass er schießen kann, nicht nur, dass er auch in Deutsch sprechen kann. Nee, der spricht sogar Englisch. So. Ach ja. Also wir können uns über die Figuren unterhalten. Wir können uns über die Themen unterhalten. Wir können uns über das Ganze unterhalten. Das Universe ist eingestellt. Walt Disney hat sich schon was dabei gedacht. Walt Disney kann gar nicht so tief in die Materie rein, um irgendwie einen Flash zu machen. Irgendeinen Fehler zu machen. Nee, Walt Disney will keinen Fehler machen. Walt Disney möchte die Geschichte neu erzählen. Walt Disney möchte die Geschichte neu erzählen. Auch wir wollen daran teilhaben, wir wollen diese Geschichte nicht neu erzählen, wir wollen uns daran erfreuen, dass diese Geschichte neu wird. Wir kennen das Wort Spoiler nicht, das kennen wir nicht. Wir sind auf der Suche nach Begebenheiten, wir sind auf der Suche nach Wahrheiten und wir sind auf der Suche nach neuen Informationen. Wir wollen neue Informationen und wir wollen mit diesen neuen Informationen euch begeistern. Wir alle, die Lust und Laune haben daran, sich zu erfreuen über die alten Figuren, Han Solo aus den ersten Teilen oder so ein Speeder aus alten Teilen, ja, oder halt wie gerade so eben einen neuen Star Trooper, Stormtrooper, also verzeiht mir des Wortes, Sturmtruppler, so wie gesagt, alles wird neu, ja. In Teil 8 wurde schon verraten, dass auch da wieder die Stormtrooper oder Sturmtruppler wieder sich nähern an dem Ursprung. Ja? Also das Gesicht sieht nicht aus wie Rabadak. Ja? Obwohl so ein Rabadak, so schlecht fand ich die Uniform nicht von den neuen. Die alten Stormtrooper, die Uniformen sind natürlich Legende, legendär. Bei Rogue One sind ja auch wieder Vermischte dabei, in Schwarz, ganz neu montiert. Also die Stormtrooper sollte man vielleicht auch irgendwann mal einen eigenen Film drüber drehen, weil die Stormtrooper sicherlich, wie bei Clone Wars, wurden sie ja gezeigt, wie die da versucht haben und wie sie trainiert haben. Ne? Kennt ihr noch den Stormtrooper 99, wie er versuchte, in seinem hohen Alter noch zu helfen, zum Beispiel. Aber jetzt sind wir ja bei den Rebels. So, hat nichts damit zu tun, hier weder Kylo, weder Reven. Nee, Rebels. So, die Rebels, so kindlich. Also Walt Disney ist nicht kindlich. Walt Disney ist der Geldgeber und die Kennedy, LucasArts und Lucasfilm, die beiden machen das immer noch. Ja? So, wir haben natürlich gesagt, Kylo Ren ist klar, wir hatten versucht mit Reven, wir haben ja bei uns auch welche, die halt im Old Republic 25.000 Jahre und, also Walt Disney hat recht. Also schaut den Bericht an, den habe ich verfasst, über die ganze Story für sich selbst. Ja, Stammtisch. Drüber philosophieren, drüber sprechen, live vor der Kamera oder halt hier vor Ort. Dann für Weihnachten vielleicht ein tolles Geschenk. Ja, wir bemühen uns, euch ein tolles Geschenk zu besorgen für eure Liebsten, die Star Wars lieben, die Star Wars mögen. Vielleicht treffen wir uns ja auch im Kino. Vielleicht sind wir ja auch im Kino mit zusammen dabei. Wer weiß, vielleicht klappt es. Irgendwann mal. So, wie gesagt, 2015, die Macht erwacht mit Kylo, dem neuen Bösen, der seinem Grandpa, seinem Großvater Darth Vader nacheifert, um sein Werk zu vollenden. 8 wird düster, 9 wird vielleicht noch düster und 10 und was weiß ich und 11 und 12, wer weiß, was da noch alles kommt, weil dazwischen kommt noch Han Solo 2018 im Mai. Ja, vielleicht wird es auch wieder verschoben, wer weiß. Aber Han Solo im Mai. Am Ende, nach Episode 9, kommt ein Spin-Off mit dem Kopfgeldjäger Baba Fett. Ja? Ja, der spielt hier auch irgendwo rum. Wie gesagt, lasst euch doch einfach mal inspirieren. Also, der Stammtisch ist nichts
für Hasser. Weder im elektronischen Bereich, da fliegen auch alle Hasser raus, weil einige mutieren ja. Sobald sie einen Computer anmachen, mutieren die. Früher haben wir uns lustig gemacht über Autofahrer. Ja? Wenn einer in sein Auto stieg, wurde er zum Zombie, zum rasenden Falken hier, der Landstraße oder der Autobahn. Ne? Haben wir den siebten Sinn und so, haben wir darüber. Ne? Und heute, sobald einer ins Internet geht, wird er irgendwie komisch und fängt dann an, einen Hass von sich zu geben. Wie scheiße das doch ist und wie doof doch die Gruppe 55 plus ist und, und. Nun, elektronisch wie auch real, tschüss. Real wollen wir nicht haben, wer das nicht mag. Wer das nicht mag, bleibt zu Hause, kommt erst gar nicht vorbei. So, und wer das elektronisch nicht mag, ja, der kommt auch weg. Kommt dann auch weg. Brauchen wir nicht. Diskussion ja. Negative Diskussion geht auch, aber kein Hass oder so Quatsch. Wenn man den nicht mag, mag man den nicht. Und wenn man mich nicht mag, mag man mich nicht. Und wenn man ihn nicht mag, mag man ihn auch nicht. Und wenn man das Ganze nicht mag, mag man das nicht. Ja. So, für die, die abgesprungen sind, weil denen das doch ein bisschen alles so komisch geworden ist. Gut, sie sind abgesprungen, weil denen das alles so komisch geworden ist. Ja. Aber für die, die begeistert immer noch sind, was es toll finden, mal was Neues zu erleben, Rogue One komplett neu. Ja, da kann man ruhig mal sagen, Generation 55 plus freut sich, dass mal was Neues kommt. Ja, mal nicht, dass Kinder im, ne, ihr wisst schon, diese, sondern richtig, wie bei der Armee, es wird gekämpft um eine gute Sache oder auch eine schlechte Sache. Aber hier geht es um eine gute Sache, um den Todesstern zu vernichten. So, und wie das alles so funktioniert, wird uns ja gezeigt. Anhand der Schauspieler, die da eingekauft wurden für bares Geld. Denn darum geht es, um bares Geld. So, ein Stammtisch. Ein Stammtisch geht nicht. Hier ist Fun angesagt, Spaß angesagt. Hier trifft man sich und spricht darüber. Mann! Hast du wieder was Neues? Ja, ich habe wieder was Neues hier. Schau mal, was die mir da so geschickt haben. Ne? Und sagt er, oh, so war alt. Ne? Ja, ist alt, aber ist halt neu eingetroffen. Ne? Zum Beispiel, wenn ich da rankomme, ist immer so eine Sache. Ich, ne? So, neu eingetroffen. Neu eingetroffen ist und hat überhaupt nichts mit Rogue One zu tun. Obi-Wan Kenobi. Ne? Mit drei Leia sprechen und man sieht sie leuchten. Zum Beispiel. An die andere komme ich jetzt nicht so dran, ihr seht halt vielleicht im Hintergrund. Beim Stammtisch wird über Neues gesprochen. Beim Stammtisch wird Neues gezeigt. Jeden Samstag wird auf eine Art irgendwas Neues gezeigt. Und sollte einer Interesse haben, dabei zu sein, aber nur selber Händler ist, wir haben einige Händler unter uns, die bei uns auch sind und die wir dann gerne vorstellen und denen ihren Shop vorstellen, ob nun elektronisch, ja, wir werden auch sicherlich sagen, wo ihr wirklich einkaufen solltet, um an eure Figuren zu kommen, die euch gefallen. Wir helfen euch, wir versuchen jedem irgendwie zu helfen und wir haben natürlich auch Produkte, die ihr kaufen könnt, ihr könnt es kaufen, ja. Viele haben gesagt, Mensch, tolle Idee für Karneval, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, natürlich, man kann Karneval auch als Kalorien gehen. Man kann Karneval auch als Riven gehen. Da hat man ein Kostüm, was andere nicht haben. So, so viele Kalorien und so viele Rivens oder andere Figuren, wir haben ja noch andere hier, wird man da Karneval nicht so sehen. Ne? Nun, Horrorclown will ich jetzt nicht machen, weil ein Horrorclown gibt Ärger. Ne? Wisst ihr ja Bescheid. Halloween war, ihr habt Halloween gefeiert. Jetzt ist, wie gesagt, der November da. Und wir machen Sendung, wir machen den Stammtisch, 100% begeistert. Das Fenster, das Riesenfenster ist ja auch schon dekoriert, hat Leuchtschriften und alles. Ja, wenn den Leuten das gefällt, dann werden wir sehen, wir werden noch andere Leuchtschriften da einbauen. Das Schaufenster wird sich auch noch verändern. Ja, wir stehen jetzt, also wir begleiten Weihnachten nicht so, wir stehen auch nicht hinter Frau Merkel und flöten da mit irgendeiner Pipegun. Nee, machen wir auch nicht. Ne, versteht, was ich meine. Ja, wir unter uns. Schnitt, einfach mal Schnitt. Wir können doch nicht immer nur Darth Vader. Wir können doch nicht immer über Darth Vader mit seinem Enkel hier. Okay, diese Side hier ist leider von Disney abgelehnt. Disney versucht, Old Republic etc. so ein bisschen durch Rebels reinzuholen.
Disney versucht eine neue Story. Disney versucht eine Story, die passt. Natürlich wäre es schön, wenn wir bei 0 anfangen, dann käme 1. Dann zwischen 1 könnte man, um 2 besser zu verbinden, da welche einsetzen. Von 2 zu 3 einsetzen, weil 4, ja 3 zu 4 ist ja jetzt eingesetzt durch Rogue One. Ja? Dann könnte man zwischen 5 und 6 was einsetzen und von 6 nach 7 was einsetzen. Ja? Könnte man. Gut, man hat es jetzt im 2018 versucht, man es mit Han Solo. Ja, mit Han Solo da einzumachen. Einige schreien jetzt, es gibt nur einen Han Solo, das ist Harrison Ford. Alles klar, alles gut. Aber wir müssen uns doch weiterentwickeln. Also wir müssen uns weiterentwickeln. Ja? Beruflich 40 Jahre involviert in der Promotion, in der Werbung und im Spielzeugbereich. Es ist Spielzeug, bleibt Spielzeug. Man spielt eine Rolle. Ein Schauspieler spielt eine Rolle. Ja? So wie die Regie es möchte, so spielt ein Schauspieler die Rolle. Wenn man diese Darsteller fragt, na die nicht, die gibt es ja nicht. Aber wenn man die Darsteller fragt, ja, David zum Beispiel, der sagt auch, gut, vor kurzem noch gar nicht gesehen, vor kurzem hat mich Star Wars noch gar nicht so interessiert, jetzt bin ich mittendrin. Ja. Auch die anderen Darsteller, von Han Solo zum Beispiel oder seinem Kumpel. Egal, jeder Schauspieler, der jetzt irgendwie frisch dazukommt, auch der Finn und so weiter und so fort, die sind halt, oder die wussten gar nicht. Ne? So, ja. Also, der BB-8 zum Beispiel, als Knutschkugel, der durch die Gegend rollt, ja? Neu ausgedacht. Dann der Finn, wie gesagt, der bis kurzem noch gar nicht so mit Star Wars was zu tun hatte. Daisy Ridley, sagt ja selber mit ihren 23, 24 Jahren, an sich war ich damit gar nicht so berührt mit Star Wars, ja? So, dann hat man weitere Figuren erfunden, wie zum Beispiel Kylo, wie zum Beispiel den Captain, wie zum Beispiel den Flammen, ja? Aber den sogenannten Flammen-Stormtrooper ist gar nicht so angesagt, wie der gewisse TR-88 zum Beispiel. Also der mit seiner neuartigen, bei dem ich wieder verraten, ja? Okay, können wir ja verraten, weil Daisy hat es ja selbst verraten. Also Daisy hat es verraten, Daisy hat gesagt, es kommt ein neuer Stormtrooper mit einer Wahnsinnsklinge, die rotiert und alles. Finn muss mal wieder gegen ihn kämpfen. Finn ist aber repariert worden. Finn ist wieder auf dem neuen Weg, ist klar. Man hat ihn also stärker gemacht. Finn trägt natürlich auch ein spezielles Dress, weil seine Wirbelsäule war nun mal zerfetzt durch ihn. Ne? Kylo hat ja seine Wirbelsäule zerfetzt mit seinem Schwert. Daraufhin hat er jetzt einen, also er ist schon ein bisschen dynamischer, also ein bisschen heftiger unterwegs, der Finn. Um das mal gesagt zu haben. Das hat Disney schon verraten, beziehungsweise Daisy Riddle hat es ja schon verraten. So, und deswegen habe auch ich jetzt nichts verraten. Ich mag, also das sind keine Spin-offs, das sind Gegebenheiten, die uns zugetragen, die wir dann an so einem Stammtisch dann besprechen würden, wenn die jetzt lebendig wären, könnten man mit Reven sprechen, also Reven könnte dann erzählen, wie in der dunklen und in der hellen Welt zu Hause war. Wir könnten jetzt, wenn er echt wäre, mit Kylo sprechen, wieso er Grandpas Sache so unbedingt beenden will, wieso er so davon überzeugt ist. So, jetzt machen wir einen riesen Schnitt, weil Disney hat auch einen Schnitt gemacht, existiert halt nicht. Luke Skywalker hat keine Kinder. Han Solo hat auch keine Kinder, doch ein Inier. Den Kylo. Aber er hatte ja angeblich 3. Ne? Er hatte 3. So, er hatte 3. Han Solo ist ein bisschen versteckt da hinten. Hatte 3. So. Ja, Luke Skywalker hatte auch Kinder. Luke Skywalker war auch verheiratet. Alles mal vergessen. Vielleicht kommt das ja. Vielleicht haben wir 2030, 2040, keine Ahnung. Also an alle, die im Jahre 2077, ja, 2077 das sehen, also fast 100 Jahre, ne? Von 2070 bis 2000, also 1970, wo alles so langsam angefangen hat, bis 2070, ne? Ja, vielleicht, die dann 77 oder im Jahre 2177 noch immer Star Wars sehen, naja, so lange wird es wohl nicht gehen. Irgendwann wird mal abebben, weil wir merken es ja selber, der Stammtisch seht ja selber, es stehen hier Figuren und keine lebendigen Menschen. An diesem Stammtisch, wie gesagt, es
sind drei Lager. Die total Hasser da, die alles hassen, alles ist. Dann die, die aufgegeben haben und die wenigen, wirklich die wenigen, die Siegen gut finden, so langsam sich dran gewöhnen und auch. Also wir hier an diesem Stammtisch versuchen, über die Figuren zu sprechen. Wir versuchen, die Figuren auch günstiger zu besorgen, also günstiger bei Amazon. Ja, das ist ein Versuch, ja. Also jeden Samstag, das ist einmal zur Weihnachtszeit, November, Dezember, das sind also 8 Samstage, die wir hier geöffnet haben, wo ihr vorbeikommen könnt von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr und aber auch hier online mitmachen könnt und bei den Begeisterten am Stammtisch zu philosophieren, zu sprechen, euch über Old Republic, über Disney selbst oder halt über Star Wars Erwachen der Macht und Rogue One. So. Ja, und dann ist alles wieder normal, bis wieder ein Film kommt, 8, dann ist wieder November, Dezember. Und das Schöne an dem Stammtisch ist, dass wir natürlich auch den sogenannten Stammtisch machen werden mit diesen sogenannten 24 Türchen. 24 Türchen, das heißt also 24 Tage zählen wir im Countdown von rückwärts. 24, 23, also von 24 Tage, bevor der Film ins Kino kommt. Und an dem Tag, wo er dann ins Kino kommt, geht dann Türchen 1 auf und wir machen dann, machen wir alles umgekehrt. 1 bis 24 machen wir. Wir machen Heiligabend sozusagen mit dem Film. Okay? Hab gerade abgemacht. So, wir fangen mit dem ersten Clip dann an. So und so viele Tage noch, bis Rogue One ins Kino kommt. Dann am 24. das große Türchen, dann zelebrieren wir den Film. Und abends drehen wir dann da direkt drüber oder sprechen dann direkt drüber und bringen den dann zu Weihnachten hier online. Weihnachten ist natürlich geschlossen, ist auch ein Samstag. Der Heiligabend ist ein Samstag, wird also nicht geöffnet. Den können wir direkt mal schließen. Am 24.12. ist nicht auf und am 31.12. ist auch ein Samstag, haben wir auch keinen Stammtisch. Also am 24. und am 31.12. gibt es keinen Stammtisch, also keinen begehbaren Stammtisch, sondern nur den elektronischen. Der elektronische bleibt immer. Der elektronische Stammtisch wird immer bleiben, wird auch immer samstags produziert werden. Aber der begehbare Stammtisch, wo man von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr vorbeikommen kann, selber mitmachen kann. Wir haben so viel, also ihr könnt selber mit Kluft kommen. Ihr seid Cosplayer, ihr seid Fans, ihr seid Figuren, ne, und so weiter. Nur was ihr nicht machen könnt, ist den Preis selbst bestimmen. Ja, jetzt kommen hier welche rein. Hör mal, ich kaufe dir ab für 4 Euro. Ey, seid mir nicht böse. Ich gehe auch nicht in einen Konsum oder irgendwo hin und sage auch nicht, ich gehe auch nicht in eine Pommesbude und sage denen dann, hör mal, ich gebe jetzt für die Pommes 50 Cent, das reicht. Ne? Geht nicht. Dann kann ich hier direkt einen Ditsche-Film machen, hier im Morgenmantel und dann irgendeine Story erzählen. Ja, kann ich auch. Kostet dann auch nichts und dann könnt ihr auch lästern. Ihr kennt Ditsche, ja? Dann breche ich gerade aus hier im Filmbereich. So, wir bleiben beim Stammtisch. Beim Stammtisch reden wir über alles. Wir reden hier über alles, ja? An diesem Stammtisch sind alle total und recht herzlich willkommen, die wirklich Lust haben, Film, über Star Wars, über die Vergangenheit, warum, wieso, weshalb das eingestellt wurde, wieso gibt es keine Old Republic mehr. Seid nicht böse, es gibt es ja noch, nur bei Disney nicht. Disney bleibt hier, bei Kylo Ren und Co. Macht jeden dann im Fernsehen vor Ort. Das Fernsehen wird ja bald verändert, ich würde mal drüber nachdenken, ja. 2017 wird sich das Fernsehen auch gewaltig verändern. Aber da reden wir ein andermal drüber. Also wie gesagt, ihr könnt ja immer noch Spiele spielen. Ihr könnt immer noch Spiele spielen. Ihr könnt immer noch die Bücher lesen. Aber es gibt sie nicht. Versteht ihr? Sie tauchen nicht auf. Die kennt ja auch kaum einer. Wer kennt Reden? Ne? Oder den anderen Sith Lord, den wir da noch versteckt halten. Wo ich zwischendurch mal zu sehen bin. Ne? Ja. Zwischendurch tauche ich ja dann auch auf und tanzt dann irgendwo rum als sonst ist Nord. Ja, das war's. Also ihr seid, wie gesagt, das ist die Einführung. Einführung, ihr seid willkommen zum Stammtisch hier vor Ort von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr jeden Samstag. Ja,
Wie gesagt, es stehen Figuren zur Verfügung, es kommen immer mehr, die auch aus- und wieder weiterverkauft werden. Wir haben auch viele Unikate, die halt nicht allzu lange überleben, die sind dann auch plötzlich, du ist klar, irgendwann explodieren die Preise. Ja? Für einige ist das hier ein Wertgegenstand, für uns ist das nur eine Puppe, mit der wir quatschen können. Ne? Alte Socke, ja? Alte Socke. Ja, du auch, alte Socke, ne? Alte Socke. Ihr versteht, was ich meine. Für uns ist es ein Gegenstand, für euch ist das eine Heiligkeit und für andere ist es sogar Verein. Okay, da kommen wir zu denen, die sich 501 nennen. 501 sind Verein, die wollen Sachen haben, die müssen perfekt sein. Das ist nun mal ein Verein. Das ist ein Verein, die möchten, dass das perfekt ist. So, wenn das perfekt sein soll, dann ist das doch okay. Es ist doch okay. Es soll perfekt sein. Also, gewöhnt euch dran. 501 möchte Perfekte haben. 700 Vereinsmitglieder gibt es bei 501 hier schon um uns herum. Ja, auch die sind natürlich total recht herzlich willkommen. Jeder 501er ist willkommen, der Lust und Laune hat, mitzumachen, über seinen Verein sprechen, über sein Kostüm zu sprechen. Er kann mit Kostüm kommen. Wir haben natürlich einen Green Room, einen riesengroßen, 50 Quadratmeter großen Green Room, wo wir drin arbeiten können. Wir machen Special-Fotos mit den Figuren, mit euch. Könnt ihr euch dann fotografieren lassen, so wie ich jetzt hier drin stehe, kann man sich fotografieren lassen in einem Green Room und das dann mit einarbeiten. Ihr könnt da kämpfen, auch das wird eingebunden und in einem Film, den ihr dann in einer Sequenz, die euch gefällt, binden wir euch damit ein. Ihr könnt mit den Stormtroopern auf Jagd gehen, ihr könnt auch gegen sie kämpfen, mit ihnen kämpfen, ist also alles gegeben. Lasst euch doch einfach überraschen, so einen Stammtisch in einem sogenannten Filmset, wo gibt es denn sowas? Wo ihr ein Filmset besuchen könnt, in einem Filmset selbst mitmachen könnt und obendrein auch noch mit etwas nach Hause gehen, was euch gefällt, wenn es euch gefällt. Wie gesagt, wir besorgen es euch ja auch. Wir haben bei den Begeisterten, gibt es wirklich welche, die erstklassige Online-Shops haben, wo wir dann sagen, geh bitte zum Ferrera oder geht bitte hin zum Fan-Universum, ja, die oder Actionfiguren 24. Wir suchen euch den richtigen passenden raus, wo ihr dann die Ware wirklich günstig kaufen könnt, um euch daran zu erfreuen. Natürlich versuchen wir auch weiterhin günstiger zu sein wie Amazon, ja, weil wenn er hier hinkommt und so eine Figur kauft, braucht ihr ja kein Porto bezahlen, ihr braucht keinen Zoll bezahlen, denn das ist teuer. Das kommt nicht von hier, das kommt von Amerika oder China oder keine Ahnung, wo das gerade herkommt. Aber solche Sachen aus Amerika etc. pp. Wir gratulieren natürlich der CETA jetzt. CETA also über Kanada. Vielleicht können wir ja bald über Kanada zollfrei einkaufen. Dann wird das hier vielleicht alles ein bisschen billiger. Wer weiß. Also CETA ist jetzt in trockenen Tüchern. Die haben das gerade beschlossen. Die EU und Kanada haben jetzt CETA beschlossen. TTIP gibt es halt noch nicht, aber Kanada ist ja auch, ne? Keiner hier, keiner da, allein Kanada. Vielleicht kriegen wir das ja auch alles ein bisschen billiger, das Ganze. Also, ihr seid total recht herzlich willkommen, hier zu sein, am Stammtisch, mit dem Stammtisch, selber vor laufender Kamera zu arbeiten, mitzumachen. Ihr wisst schon, ich habe das Ganze jetzt nochmal erklärt. Danach wird es nicht mehr erklärt, dann fangen wir an. Also, der erste Samstag im November an diesem Stammtisch wird dann schon über Gewisses erzählt, was also neu eingetroffen ist, wenn was Neues eingetroffen ist und so weiter. Also jeden Samstag gibt es ein Stammtisch-Videoclip bei YouTube, im YouTube-Kanal, bei UltraD Web TV, Sammelfiguren TV und Sondersender NRW TV als Rubrik. Ja, und der Shop ist natürlich täglich geöffnet von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr, aber exklusiv nur samstags. Exklusiv nur Samstag den Stammtisch. Okay? Also, ihr seid willkommen zu Kylo Ren und zu Reven und zu Disney und zu uns, die euch herzlich begrüßen am Stammtisch. Macht's gut. Ciao, ich bin weiterhin euer Medienkanzler. Der Medienkanzler führt das Ganze. Ja, sowieso nochmal.